Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Hier in Sutt, wo wir mal gucken wollten, ob das ein Siedschau ist. Ich vermute, es ist einer. Wir werden mal gucken. Nein, es sind Ladders. Wir schauen mal, wie die Stadt so läuft. Es sind immerhin Hafen Castle besiegt bei... Okay. Okay, die kommen raus. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist ziemlich uncool, um ehrlich zu sein. So, ihr könnt ruhig mal alle mir ein bisschen folgen. Obwohl, besonders viele folgen mir hier nicht. So schlecht läuft es gar nicht. Aber... Wobei, ich könnte ruhig mal ein bisschen mitmachen und wenn ein paar Leute ausgenockt werden, dann werden sie halt ausgenockt und auf dem Weg hoch nach Hafen Castle heilen die sich dann schon wieder hoch. Aber ich will jetzt eigentlich nicht, dass so viele sterben. Ja, jetzt werden wir ein paar zu viele ausgenockt. Okay, wir hatten 40 Verluste und die 52. Das lief ja gar nicht mal so toll. Naja, ich dachte mir, dass die mich... Ich dachte mir, dass die mich da draußen empfangen werden. Den könnte ich eventuell fragen, der wird mir wahrscheinlich joinen. Ach, kann ich nicht, weil ich keinen Ruf mit dem habe. Ja, jetzt wird der andere Lord dich wahrscheinlich angreifen, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt erstmal nach Hafen Castle. Dann schaue ich mir Norberg Castle vielleicht auch erstmal an. Dann werde ich wohl einfach mit mehr Einheiten hier wiederkommen. Und muss dann Sutt so angreifen. You're looking for a job. Er landet. Ich muss mal gucken, was der will. One certain happen raid, bring of proof, glory of Elika. Raid the Reich Caravan traveling to Voldeburg. Okay. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht unbedingt machen, aber was soll's. Erstmal verkaufen. Wir haben sowieso erstmal andere Sachen zu tun. Denn ich muss nach wie vor. Ich muss nach wie vor Hafen Castle verteidigen. Das werde ich auch machen. Hoffentlich. Wenn ich rechtzeitig komme, mal schauen. So, erstmal ein bisschen Geld. Und jetzt schauen wir mal. Ja, diese Voldeburg-Karawane muss ich raiden für den. Rail with Commoners. Ja, die töte ich jetzt mal schnell. Und dann gucke ich mal, was bei dem Quest passiert. Eigentlich sollte ich mich jetzt wirklich beeilen und lieber Hafen Castle verteidigen, aber was soll's. Das Quest für diese Illika-Leute habe ich noch nie gemacht. Mein Gott, das sind ja nur schlechte Einheiten. Das hätte ich ja locker to attack without you machen können. Egal, charge mal rein und mach die mal kaputt, bitte. Dann muss ich erstmal nach Hafen Castle gehen. Halt, du willst auf dieses Mount drauf, verdammt. So, dann gebe ich aber das Quest von dem Illika-Typen da gleich nochmal ab. Und dann gehe ich hoch nach Hafen Castle. Oder ich gehe zuerst nach Hafen Castle hoch. Ich will es halt nicht verlieren, weil da wird keine große Garnison drin sein. Das heißt, eigentlich sollte ich mich vielleicht lieber etwas beeilen. Thanks for rescuing me, I managed to steal the gold when the chaos started, but I had no idea I would get this far. Here you go, sir. Aha. Schön, dass du mich Sir nennst. Jetzt gehe ich mal zurück. Ich gebe das Quest jetzt schnell ab. Ich bin schon so in der Nähe. Was your raid successful? Yes. It was nothing I couldn't handle. Illika-Ruf geht ein bisschen hoch. This is our first step toward the resurrection of the Illican Empire. Come back for harder challenges. Ganz ehrlich, ich habe momentan keine Zeit für dich. Ich will Hafen Castle mal verteidigen. Noch ist es an der Siege, das heißt, der Kampf hat noch nicht begonnen. Ich weiß, da ist noch so ein einzelner Crimson Ranger in meiner Gruppe, aber ich habe jetzt keine Zeit, den zu machen. Chieftain, okay, der verliert sowieso schon. Oh, die besiegen das Norberg Castle. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. You have lost Hafen Castle. Ja, dann hole ich es mir halt zurück. 37 Leute, ja, Respekt. Okay, jetzt ist noch einer reingegangen, das soll mir recht sein. Dann hole ich mir dieses Castle mal zurück. Es sind insgesamt 180 Leute drin. Das sollte auf jeden Fall zu machen sein. Oh, die haben mehr Bogenschützen, als ich dachte.
So, ich schmeiß mal einen kleinen Heal rein. Wer ist denn das da? Das ist auf jeden Fall irgendein Companion. Das ist Alindel. Alindel charged als erstes voraus. Na, das sollte meinen Einheiten aber zu denken geben. Wenn der Healer zuerst da reinrennt. Egal, ich denke, das sollte zu machen sein. Hoffentlich. Jetzt verlieren wir doch ein paar Einheiten. Das war doch vielleicht gar nicht ganz so cool. So, ich will eigentlich mal ein bisschen an die Seite gehen. Von da, von wo aus ich ein bisschen... Wer steht denn hier auf mich? Ach, da stand noch jemand. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Ja, lauf ruhig von mir davon. Ja, jetzt sterben doch. Ach, verdammt. Ja, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die jetzt tatsächlich die Zeit finden, Hafen Castle anzugreifen. So. Mal einen kleinen Schlachtruf. Ja, das passt schon. Sterben halt ein paar Leute, aber so ist es jetzt halt. Aua, aua, aua. Jetzt muss ich allerdings mal ein bisschen zurück, sonst kippe ich hier gleich ganz um. Vielleicht kann ich hier von hinten aus wieder ein bisschen angreifen. Oh, hallo, liebe Hakun-Einheiten. Verdammt, jetzt habe ich die mehr in die Mitte reingedrückt. Das war jetzt eigentlich eher schlecht. Ja, da sterben jetzt doch mehr Leute, als ich dachte. Naja, kann ich nicht ändern. Leute sterben, Leute werden ersetzt. So läuft's. Boah. Ja, ich dachte eigentlich, der wird eventuell zurückgenockt, dadurch, dass ich ihn getroffen habe, aber das hat ihn anscheinend gar nicht interessiert, dass er getroffen worden ist. Naja, 13 Tote. Wäre ich doch mal schneller zu Hafen Castle gegangen. Naja, naja. So ist es. Und dann stecke ich den einzigen Crimson Ranger, den ich da in der Gruppe habe, falls er nicht gestorben ist, stecke ich dann gleich hier rein. Und dann soll er in der Garnison drin bleiben und soll Hafen Castle ganz alleine verteidigen. Wenn es wieder übernommen wird, dann wird es halt wieder übernommen. Dann muss ich es halt wieder zurückerobern. Ja, hau doch ab. So, oh, 15 Sun Swordsmen sind sogar drin. Dann dürfen die direkt hier die neue Garnison bilden. So, habe ich das Castle wieder zurückerobert. Garnison. Der Crimson Ranger lebt noch. Rein da. Ja, das war ja sehr unnötig jetzt. Einheiten verloren ohne großen Grund. Aber gut. Wo ist denn der Sudlord, der das hier angehört? Ach, der war hier, glaube ich. Ach ja, stimmt, der war ja hier drin. Na gut. Na gut. So. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich hier als nächste Schritte mache. Erstmal wird wieder verkauft. Reichsking Gold. Interessant. Ich hätte gedacht, das brauche ich für irgendeine Quest. Naja. Arms. Nichts Interessantes. Armor. 75,9. Er ist ziemlich gut. Aber nichts, was ich jetzt haben will. Okay, ich habe Einheiten verloren. Den könnte ich mal wieder ein bisschen auffüllen. Oder ich schaue mal, wie es hier bei Norberg Castle läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sun diesen Angriff abbrechen werden. Das heißt, die werden Norberg Castle wahrscheinlich einnehmen. Hm. Schade, das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ganz gerne geholt. Mit den Suts. Die Frage ist, was mache ich? Weil das Sutz selber, das werde ich wahrscheinlich nicht so einfach kriegen. Diese Hauptstadt. Da müsste ich fast mich zum Marschall machen und die Stadt mit tausenden von Einheiten überrennen. Zumindestens. Es wäre natürlich cool, wenn ich es schaffen würde, dass die mich nicht mehr draußen begrüßen. Oh Gott, jetzt sind da ja alle drin. Aber das Problem ist, wenn ich hier besiege, dann begrüßen die mich hier immer da draußen. Und genau das ist es eigentlich, was ich nicht will. Genau das will ich eigentlich nicht.
Weil da werden wir... Da werden wir nicht so gut abschneiden. Ich kann es ja mal... Na, das Problem ist, es ist ja nicht mal so, dass ich hier einen großen Fortschritt mache. Weil alles, was ich hier gerade umhaue, sind die Einheiten von den Lords. Und die Einheiten von den Lords umzuhauen, bringt mir natürlich überhaupt nichts. Verdammt. Durch Sutt, glaube ich, komme ich momentan einfach nicht durch. Ich könnte den hier fragen, der wird mir wahrscheinlich joinen, wenn ich ihn kriegen werde. Ach, geht ja nicht. Ich habe ja mit dem zu wenig Ruf. Ach, verdammt. Aha, jetzt gehen sie aber alle raus. Interessant. Jetzt könnte ich vielleicht doch reingehen. So, der geht zurück. Wie viele? Jetzt sind hier immer noch so viele Lords drin. Grand Chieftain. Okay, der läuft jetzt, geht jetzt auch weg. Der Lord ist auch weg. Running from Marurida Choir. Ich will jetzt eigentlich nur schauen, dass die nicht mehr nach Sutt reingehen. Jetzt sind schon gar nicht mehr so viele Leute da drin. Vielleicht kann ich den jetzt noch raus. Ach, mit geht nicht. Mit dem habe ich keinen Ruf. Mit dem hätte ich Ruf und der joint mir auch. Dann muss ich schon mal einen weniger bekämpfen. Wer ist Maximus? Ach verdammt, den hätte ich nicht gehen lassen sollen. Jetzt habe ich nämlich nicht genug Ruf, den rauszurekrutieren. Der wird mir auch nicht joinen, weil die, glaube ich, keine Menschen wollen. Okay, jetzt ist zumindest mal einer weniger. Der soll ruhig jetzt mal mir hier davonlaufen. Lord Ottfried, dem könnte ich eventuell gleich mal helfen. Ja, dann gibt es gleich mal mit dem ein bisschen Ruf. Eigentlich will ich jetzt mein Hauptaugenmerk auf die Stadt legen. Weil jetzt sind die ganzen Lords abgehauen. Jetzt könnte es eventuell möglich sein, die Stadt einzunehmen. Weil ich weiß nicht, wann ich nochmal so eine gute Gelegenheit kriege. So, macht die mal bitte kaputt und stellt euch mal hier ungefähr auf. So, und in der Hoffnung, dass die Lord-Einheiten hier die Leute ein bisschen ablenken. So, geht mal weg von mir. So, und jetzt ihr mit euren Bögen da ordentlich mal reinballert. Genau. Da muss ich jetzt gar nicht mehr viel mitmachen. Ich will jetzt aufpassen, dass ich nicht ausgenockt werde, weil ich brauche meine HP. Ich sehe schon, dass da welche auf mich zurennen. Ah, das ist alles kein Problem. Ich drehe mich einfach um und verstecke mich hier. So, die Kills kommen alle. Wunderbar. Dann sammle ich auch direkt mal ein bisschen Ruf mit dem anderen Lord hier. Schön, die kommen alle rüber und werden alle erschossen. Perfekt. Geht am besten mal noch einen Tick nach vorne, dann dreht ihr euch wieder mal in die richtige Richtung. So, und dann schaue ich mir Sutt mal an. Da sind jetzt noch 2-3 Lords drin, das sind insgesamt noch 2300. Aber vielleicht schaffe ich es mal, die Einheiten ein bisschen zu erniedrigen. Ihr wisst schon, ein paar Einheiten aus der Stadt rauszukillen. Weil es sind jetzt 2200 Giants, sind momentan in der Garnison der Stadt noch drin. Und da müssen auf jeden Fall mal welche weg. Und momentan, jetzt sind nur 2-3 Lords drin oder so. Das heißt, der komplette erste Angriff muss ich wahrscheinlich gegen die Lord-Partys kämpfen. Aber danach könnte ich ein paar von der Garnison wegmachen. So, gibt's ein bisschen Ruf mit ihm. Sud One-Handed Chieftainex. 8000 Zellprice. Aha. So. Genau, jetzt sind nicht mehr ganz so viele Leute da drin. Und ich könnte mal gucken, wie es jetzt läuft. Das mache ich jetzt auch mal. So. Ich will erstmal schauen, was der andere Lord da macht. Ich will nicht, dass der... Okay, der haut von mir ab. Alles klar. Jetzt schaue ich nochmal rein. Und schau mal, dass ich hier ein paar Leute wegkriege. Mein Gott, was für ein Durcheinander. Boah, kriege ich hier auf die Nuss, ey, wenn der mich mal trifft. Ja, sehr toll läuft das ja hier auch nicht. Das läuft ja überhaupt nicht gut. Naja, ich lasse es mal ein bisschen durchlaufen.
meine, wenn ich Leute verliere, dann hole ich mir einfach, kaufe ich mir einfach wieder andere Leute. Aber viel Schaden mache ich hier nicht. Ja, jetzt überrennen sie mich langsam. Ja, jetzt ziehe ich mich mal zurück, sonst sterben nur noch Leute unnötig. Es wäre natürlich schön, Alindlis auch ausgenockt. Es wäre natürlich schön, wenn ich es schaffen würde, die Wände, die... wenn das hier nicht mehr kommen würde, dass die halt rauslaufen. Weil das ist das, was mir so das Genick bricht. So, ich schmeiß mal ein Heal rein. Gott, was für ein Durcheinander. Ja, das wird halt leider nicht auf Dauer funktionieren. Also so komme ich durch die Sutz hier nicht durch. Da werde ich einfach mit mehr Einheiten angreifen müssen. Ja, das war's auch schon wieder für mich. Ja, meine Bogenschützen stehen halt da hinten und können halt nicht wirklich was machen. Weil die können ja nicht da durchschießen durch die Wand. Ja, jetzt sterben schon wieder zu viele Leute. Okay, so funktioniert das nicht. Ich habe dazugelernt, so funktioniert das nicht. Ich werde mich zu Marschallen machen müssen. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich zur Verteidigung zurück. Das sollen sie machen. Ich werde mich zu Marschallen machen müssen. Und da wirklich mit allem angreifen, was ich habe, weil so funktioniert das nicht. Aber jetzt bin ich zumindest schon mal ein bisschen schlauer. Und weiß, dass das so nicht funktioniert. So, ich könnte meine Truppen mal wieder auffüllen. Ich denke, ich habe ja schon wieder ein paar verloren. Ich habe Platz für 40 Leute. Ach, dann nehme ich mir jetzt einfach aus der Taverne wieder mal ein paar... Oh, ein Mystic Merchant. Nehme ich mir aus der Taverne mal ein paar Sklaven mit. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich mit dem überhaupt noch rede. Der hat sowieso nie irgendwas Interessantes für mich. Nö. Nö. Ein und der ist nicht schlecht, aber nee. Nee, ich wüsste doch gar nicht, wie gesagt, was ich bei dem ins Haus machen soll. Marketplace, Goods. So. Nein, ich wollte hier nicht für some time waiten. Na gut, dann muss ich mich jetzt um was anderes kümmern. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Die Frage ist wirklich, was mache ich jetzt? Bei den Sutz funktioniert es nicht. Ich könnte mich jetzt zum Marschall machen. Drahara Krieg gegen Falcon, das ist doch mal interessant. Und Valar hier gegen Sun. Interessant. Interessant. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Drahara Krieg gegen Falcon ist schon mal... Naja, wenn die sich jetzt das da unten dann einverleiben, das wäre gar nicht mal so cool. Aber es ist schön, dass die Sun jetzt noch mehr Feinde haben. Die Valar hier, Leute, dürfen sich ruhig ein bisschen ausbreiten. Aber ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich als nächstes mache. Eventuell mache ich mich zum Marschall und überrenne Sutt. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Gedanke. Ich denke, ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken, was meine nächsten Schritte sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bin ich hoffentlich schlauer. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.